Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe heute bemerkt, dass die letzten zwei Parts, beziehungsweise der letzte Animal Crossing Part und der letzte Minecraft Dungeons Part, ein bisschen kaputt waren. Da war irgendwie meine Stimme total leise. Ich habe es zum Glück jetzt bemerkt, ne? Also relativ zeitnah, würde ich fast sagen. Und ja, naja, egal. Heute versuchen wir wieder ein paar Insekten zu fangen. Aber erstmal muss ich den ganzen Schrott hier loswerden. Das ist wieder was. Und ich habe gestern Cursed genossen. Also für euch ist es natürlich heute, ne? Für mich ist diese Aufnahme wieder gestern gewesen. Deswegen, vorgestern kam Cursed auf Netflix raus. Die Serie handelt um ein Mädchen namens Nimue, die im Zeitalter von Merlin, also Arthur Pendragon und sowas, gelebt hat. So, sie hat das Schwert bekommen und passt darauf jetzt auf. Also, ne, das heilige Schwert. Excalibur, in der Serie heißt das Schwert der Fae. Und ja, Nimue ist eine kleine Hexe. Beziehungsweise eine kleine Hexe, noch ist sie klein. Aber sie wird wahrscheinlich später zu einem der größten Zauberer, die es jemals gegeben hat. Und ja, Merlin und sowas ist natürlich auch alles dabei. Allein schon wegen Fanservice. Ja, ich kann euch die Serie auf jeden Fall empfehlen. Ich würde aber tatsächlich dieser ersten Staffel jetzt leider nur eine 7 von 10 geben. Ich hätte... Oh, die haben zu. Oh, da habe ich Glück gehabt. Das kommt daher, weil die ersten drei Folgen, die waren nicht sonderlich gut. Da hatte ich wirklich Tränen, weil ich das so schlecht fand, tatsächlich. Aber danach steigt es wirklich umso mehr. Also ich hätte, also ohne die ersten drei Folgen hätte ich wahrscheinlich eine 8,5 gegeben statt eine 7. Aber die ersten drei Folgen haben es einfach ein bisschen runtergerissen. An Merlin die neuen Abenteuer finde ich persönlich, kann man schlecht vergleichen, was wirklich komplett anders ist, weil bei Merlin, dem neuen Abenteuer, gab es kaum Religion, eigentlich nur die Druiden halt als Religion oder alte Religion halt, und die gab es dort nicht, sondern wirklich nur Menschenreligion. Warte, mache ich hier einfach eine? Warte, ich habe nur ein paar Palme, wohin tue ich die? Wohin tue ich die? Das brauche ich auch nicht. Tue ich die hier hin, glaube ich. Ja. Pflanzen. Genau, die roten Paladine nennen sie sich. Sie wollen die ganzen Fae, also das Volk von Nimue, auslöschen. Und ja, sie sind halt dann alle auf der Flucht. Ist auf jeden Fall trotzdem eine coole Serie. Man merkt zwischendurch, dass die Serie nicht viel gekostet hat. Aber ich hoffe wirklich, dass es noch eine zweite Staffel geben wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach wirklich. Wirklich, wirklich. Und so ein bisschen hatte ich oft Katara und Zuko Flair Feelings. Weil Catherine einfach ein bisschen aussieht mit einer blauen Kleidung wie Katara. Finde ich echt irgendwie finde ich das cool. Irgendwie hat mir das echt super gefallen. Auch ihre Rolle, sie war einfach super. Und ja, mir hat diese Serie sehr, sehr gefallen. Also Leute, ne, schaut euch sie auf Netflix an. Erste Staffel ist draußen. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Ist echt eine sehr, sehr schöne Serie. Vor allem für Fantasy-Fans. Ist auch, ich würde sagen, mehr Magie als in anderen. Also, ich nenne jetzt mal hier Sabrina, ja. The Chilling Adventures of Sabrina, da war ja nicht so viel Magie, ehrlich gesagt. Ich meine, da war wirklich kaum Magie, oder? Also nur Magie, die man nicht gesehen hat. Und das finde ich immer ein bisschen blöd. Da ist Harry Potter, also da sticht Harry Potter einfach immer noch raus, dass man da auch die Magie gesehen hat. Sei es hier Wasserstrahlen aus dem Zauberstab, der rauskommt. Hey, wir haben doch Sternschnuppen. Aber wieso hat Melinda nichts gesagt? Ich dachte, Melinda sagt sonst immer was.
verstehe das hier nicht, Leute. Also ich habe da, glaube ich, gerade eine Sternschnuppe gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Normalerweise sagt Melinda das, wenn irgendwie eine Sternschnuppe runterkommt. Oder habe ich mir die eingebildet? Nee, habe ich mir doch nicht eingebildet, oder? Nee, habe ich nicht. So, dann muss der Euphemie ja auch da sein. Sagt die das nicht mehr? Und, boah, das finde ich aber gemein. Finde ich ja echt gemein. Beim Stern haben wir echt kaum welche. Wäre cool, wenn wir jetzt hier nochmal ein paar sammeln könnten. Aber ich weiß nicht, wie lange das immer dauert. Nee, komm. Wenn ich welche sehe, dann kann ich immer noch. Aber ist trotzdem seltsam, wirklich. Euphemia ist irgendwie. Also Melinda erzählt das sonst immer, wenn Sternhimmel da ist. Und jetzt ist. Und jetzt hat sie es nicht erzählt. Heißt das, dass Euphemia da nicht da ist oder doch? Weiß ich nicht. I don't know, Leute. I don't know. Egal, wir kümmern uns wieder um die wichtigen Sachen. Obwohl, wir können einmal hier hochgehen und gucken, ob Euphemia hier ist. Ach, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das ist auf jeden Fall nicht. Okay. Die versteckt sich nämlich gerne manchmal in den Ecken, wo man wirklich nie hingeht. Nee, nee, nee. Ja, zurück zur Serie. Ich habe außerdem noch Dunkle Leidenschaften. Dunkle Leidenschaft? Geschaut? Habe ich gestern geschaut. Er ist eine Mischung aus 50 Shades of Grey. Nee, nicht so richtig, aber. Was sind Szenen? Vielleicht, Leute. Zwischen Elite und. Aber irgendwas hatte ich, oder? Elite und noch irgendwas. Auf jeden Fall mit viel, viel nackten Szenen. Also FSK 18 auf jeden Fall. Oder 16. Weiß ich gerade nicht. Hat mir auch sehr, sehr gefallen. War wirklich, wirklich gut. Da verliebt sich halt eine Lehrerin in einen Studenten. 25 Jahre alt ist der Student. Zeigt natürlich auch seine Muskeln. Und ja, die beiden verlieben sich. Und irgendwann gibt es dann Krach. Weil die Lehrerin hat ja noch einen Mann. Und ja, so läuft sich dann die Geschichte zwischen den beiden. So spielt sie sich dann ab. War ganz cool. War wirklich cool. Hat mir sehr gefallen. Wirklich sehr. Oh, ich bin mal darüber. Ich hasse Insekten mittlerweile, weil irgendwie. Also der Monat, der liegt mir gar nicht, was Insektenfang hier anbelangt. Angeht. Sagt man angeht? Ja, angeht. Das ist nicht mein Monat. Weil wir hier immer nur die gleichen Kackinsekten sind. Ach, belastend, ey. Belastend. Ich hätte noch eine Serie geschaut. Über Waage ist nicht, haben wir glaube ich schon gesprochen. Ach nee, ja, ich bin gerade noch dabei, Skins zu schauen. Bin glaube ich bei Folge 8. Auch sehr interessant. Eher so Teenie würde ich sagen. Richtig Teenie. Highschool-Zeit und sowas, ja. Auch viele Nacktszenen und sowas. Naja. Und Party und so. Boah. Oh, da ist ein Geschenk. Wohin geht es? Nach rechts. Okay. Ich komme Geschenk. Schleuder. Oh, ist hier. Nicht ganz. Da aber. Ja, hab ich. Super. Oh, Kalker, mein Schleuder ist kaputt. Schlepp und der Pam zu, deswegen kaufe ich mir dann auch keine. Erst morgen wieder. Auspacken. Flechttürker. Okay. Sehr hübsch. Habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. So, weiter geht's. Weiter geht die Fahrt hier. Das habe ich dann. Och, Mann.
dieses hier, ne? Insektenfang. So, ich will eigentlich schon wieder schlafen gehen, weil wir haben 22:08 Uhr. Das ist eigentlich meine Schlafenszeit mittlerweile. Ich bin müde. Sonst habe ich außerdem mit, hier, Pokémon Hard Gold wieder angefangen. Denn, ich möchte einfach wieder Hard Gold spielen. Habe jetzt den zweiten Orden gemacht. Spiele jeden Tag eine Stunde. Eine Stunde reicht. Am ersten Tag, ja, als ich den 3DS wieder aufgeklappt hatte, ne, habe ich erstmal Kopfschmerzen bekommen. Weil es überhaupt nicht mehr gewohnt war, auf dem 3DS zu spielen. Dann habe ich erst nur 15 Minuten gespielt, dann hatte ich Kopfschmerzen. Nächsten Tag dann mal 30, dann eine Stunde. Und ja, bei einer Stunde will ich es eigentlich auch lassen, beibehalten. Und soll ja nicht übertreiben. Nee, da ist nichts. Da ist wieder nichts. Ja, bitte verschreck mir die ganze... Den habe ich, glaube ich, nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber... Oder doch. Doch, ich glaube, den habe ich. Nein! Ach, Mann, ich hasse... Ach, Mann, ich hasse... Ach, Mann. Ich hasse mein Leben, Leute. Wenn ich den noch nicht hatte, ne? Dann hasse ich mein Leben wirklich. Hasse ich mein Leben wirklich. So, ich guck mal hier, ob überhaupt mein Mikro an ist. Ja, ist es. Gut. Ich könnte schon wieder hier aufgehen, ey. Rage quit. Mann, wieso bin ich denn so scheiße einfach? Sorry, dass ich das sagen muss, aber es ist spät, ja. Ich hab keinen Bock mehr hier. Ich hab echt keinen Bock mehr auf die Insektenkacke. Aber ich muss sie noch kriegen. Ich brauch diese scheiß Insekten. Schrecklich. Wieso kann man nicht mit anderen Leuten Insekten tauschen? Kann man das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mist. Außerdem habe ich gesehen, Tales of Vesperia ist gerade im Angebot. Kann ich mir leider gerade nicht leisten. Zumindest diesen Monat nicht. Ja. Diesen Monat habe ich fast gar nichts mehr. Den hatte ich bestimmt auch nicht. Da ist was. Ruhe, Moritz. Zack. Oh mein Gott. Was haben wir? Oh Gott. Es sah irgendwie groß aus. Ach, ich hasse mein Leben, Leute. Ich hasse wirklich mein Leben gerade. Mein Animal Crossing Life hasse ich hier echt tierisch. Ach, Olivia. Guck mal, nicht so dumm. Mann, ich weiß, du kannst nichts dafür, aber kann ich was dafür, dass die Insekten hier nicht kommen? Beziehungsweise immer nur da sind, wenn ich dann verkacke? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Sonst gibt es eigentlich irgendwas auf das, was ich mich freue? Als nächstes für eine Serie? Also ich weiß, dass die Narnia-Serie noch existiert, aber die dauert wahrscheinlich noch. Percy Jackson kommt noch irgendwann. Ich glaube, zwar nicht in diesem Jahr, aber vielleicht übernächsten oder nächsten Jahr. Dann... Was kommt noch? Weiß ich gar nicht. Ich habe momentan nicht so viele Serien, die ich schauen möchte. Dirty Reason 2 ist beendet. Elita ist Carla nicht mehr dabei. Weiß ich auch nicht, ob ich das dann noch. Ich werde es mir wahrscheinlich schon anschauen. Aber mal gucken. Oh, da war wieder eine Sternschnuppe. Naja. Egal. Ich meine, wir haben eh kaum Rezepte, da bringen wir die Sternstoppen zurzeit eh nichts. Hallo?
Euphemia nie da ist. Die Olle. Die Olle. Mann. Euphemia, wieso bist du hier? Komm doch mal vorbei. Auf ein Ei. Rosenkäfer, geh weg. Ich brauch wirklich niemand. Niemand, niemand, niemand. Ich überleg immer noch. Die Lizzie McGuire Serie würde ich mir schon gerne ansehen, aber die wird dann auf Hulu kommen. Ich weiß nicht, ob ich Hulu dafür kaufen, also ne, abonnieren werde. Wenn sie eine Testwoche haben, dann mache ich die natürlich als erstes. Dann kann ich die Serie dann schauen. Und da muss ich mich mal erstmal informieren, welche Serien überhaupt auf Hulu alle laufen. Ist ja auch sowas wie The Fosters, das wäre auch cool. Würde ich nämlich auch mal gerne wieder rewatchen. Hätte ich Bock drauf. Disney Plus habe ich erstmal abgestellt, weil, keine Ahnung, mir fehlen noch Serien, die ich halt wirklich schauen möchte, wie American Dragon oder Aladdin, die Serie, die fand ich auch mega, mega gut. Gibt's zur Zeit auch nicht. Alles ein bisschen blöd. Dort, finde ich. Keine Ahnung, und irgendwie, weiß ich nicht, die machen so ganz komische Dokus eigentlich nur noch. An Serien, was ich bisschen wissen, eigentlich. Ich dachte, das ist jetzt nicht so unbedingt. Deswegen schaue ich auch momentan nichts mehr auf Disney Plus. Ich brauche nicht hier einen Tag bei Disney, brauche ich nicht, Leute. Ich brauche eine ordentliche Serie, ja, wo ich dann auch gerne für den Streaming-Dienst Geld reinstecke. Netflix. Netflix bietet mir so viel mehr an Serien-Content. Ich weiß, der hat jetzt letztens richtig abgebüßt, glaube ich. Eingebüßt an Aktien. Aber die haben eigentlich mehr Gewinn gemacht, aber weiß nicht. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Ja. Ja. Ne? Amazon Prime halt, ne? Crunchyroll wird jetzt auch teurer. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Entscheidung war, weil, wenn ich das jetzt vergleiche mit Amazon, ich weiß, Crunchyroll ist nur für Animes da, und wenn ich das mit Amazon vergleiche, da zahle ich ja auch 60 Euro im Jahr für Lieferkosten, Prime Video, Prime Music und Hörbücher. Da habe ich nur Serien für den Preis. Aber das stelle ich mir tatsächlich auch meistens schon. Bei Disney Plus habe ich mir die Frage schon gestellt, brauche ich das? Amazon bietet so viel mehr für das Geld. So wie Netflix. Netflix ist teurer, ich weiß. Was gibt's denn noch so? Anime on Demand, ne? Würde ich zwar gerne abonnieren, aber das ist mir wirklich sehr. Also ist mir viel zu teuer. Für das Angebot, was sie haben. Wir haben eigentlich quasi nur direkt die Funny One Piece und das war's dann auch. Und am liebsten hätte ich eigentlich ganz gerne alle Serien digital auf Amazon. Also auch zum Kaufen. Ich kaufe nämlich öfter Serien. Auf Amazon. Weil ich das irgendwie viel, viel besser finde als. Also. Also, würde es Detective Conan auf Amazon Video geben zum Kaufen, die ganzen Folgen und Staffeln, da hätte ich alle gekauft. Alle. Aber bei Anime on Demand, da kann man sich zwar auch kaufen, aber das ist mir zu unsicher, weil das ist so eine kleine Seite. Wenn die dann schließt, ne, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich hier die ganzen Folgen gekauft, ne, aber, ja, wow, die bringen mir dann auch nichts. Wenn die Seite ja nicht mehr da ist. Bei Amazon habe ich die Angst zur Zeit zumindest nicht. Zumindest in den nächsten 50 Jahren, denke ich. Ja. Genau. Ja. Oh, auf Legacies freue ich mich noch. Wenn es da dann eine dritte Staffel gibt. Die zweite habe ich noch nicht komplett gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die schon fertig war. Weiß ich nicht. Riverdale kommt noch. Bin noch unschlüssig, ob ich Walking Dead schauen soll, Staffel 10.
wenn mir Staffel 9 irgendwie überhaupt nicht mehr gefallen hat. Weiß ich noch nicht, reizt mich noch nicht. Also es reizt mich vor allem nicht, wegen Walking Dead Sky Abo abzuschließen. ja, weil Sky ist wichtig. Also ich finde Sky immer noch teuer. Also ich verstehe nicht, wie Sky so teuer ist. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Genau. Ja. Sonst? Bei Game of Thrones haben sie ja zum Beispiel gar nichts mehr. Meine. Ich glaube, Sky hat von der Serie gelebt. Würde ich fast schon sagen. Ach ja, auch vom Fußball auch wahrscheinlich. Ja, okay. Okay. War schon lustig, als Amazon hier die Bundesliga abgekauft hat. Hat Sky bestimmt dumm aus der Wäsche geschaut, kurz. War ich schon cool von Amazon. Moritz, du musst nicht verkacken. Zack. Oh mein Gott, wir haben was. Und den haben wir schon. Oh, ich kippe zusammen, Leute. Wieso? Wieso? Ich hasse euch, Insekten. Ich mache jetzt nur 9 Minuten, ja, eine halbe Stunde. Ist das dann, ja? Wissen wir, der Blaukreis. Ja. 100 Sterne. What? Der ist gut selten. Also, okay. Hab ich ja kaum gesehen. Och man, der ist noch nicht mal selten. Und ich freue mich darüber. Ist doch ein Witz. Du bist auch kein Elefantending, ich weiß. Aber ist mir auch egal. Komm. Komm, ich verkauf dich morgen. Oh, Oliver, Olivia, ich würde auch viel, viel lieber angeln. Oh, das brauche ich nicht. Jetzt weg. Weg mit dem Weg. Ich brauche Urlaub von dieser Insel hier. Ist hier keine Erholungsinsel mehr. Ist hier einfach nur noch eine Zumutung. Weg hier. Ich hab gehört, Paper Mario soll doch nicht ganz so cool sein. Ich habe ein paar Kritiken gelesen. Soll wohl relativ schlecht sein, aber ich glaube, also ich weiß nicht, vielleicht ist das mit deren Meinung. Aber mal schauen. Mal schauen, ne? Ach man, ey. Das ist echt belastend. Da sieht man schon mal einen seltenen, also für mich seltenes Insekt und dann so ein Scheiß, ey. Ich kann nicht mehr. Ich hasse Animal Crossing mittlerweile nur. Das Kack-Insektenviech. Och, lass es bitte Herbst sein, ja. Da kriege ich zumindest etwas gute Laune. Etwas gute Laune. Weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wollte eigentlich mit 20 Minuten aufnehmen, jetzt sind wir schon wieder bei 23 Minuten. Und wir haben hier nichts Neues bekommen. Nichts Neues, obwohl uns noch so viele Insekten fehlen, ja? Und ich verstehe nicht, wie ich die noch alle bekommen soll. Ich glaube, ich habe dann immer noch einen Monat Zeit, wir haben gerade erst die Hälfte, aber egal. Egal. Mann, ey. Heute war irgendwie komplett ein komischer Tag gewesen. Bin aufgestanden um 7.15 Uhr, dachte mir so, gut, jetzt habe ich gestern Cursed geschaut. Was mache ich denn jetzt heute? Ja, nichts. Ich wusste heute echt nicht mit mir anzufangen. Dann habe ich eine halbe Stunde Sport gemacht. Dann wollte ich eigentlich spülen, dann habe ich mir auch gesagt, oh, ich habe aber heute, ich habe echt keinen Bock zu spülen. Ich habe heute auf nichts Bock. Ich habe keinen Bock auf frisch zu kochen, deswegen habe ich heute noch Brote gegessen. Es war heute echt ein seltsamer Tag. Ich wusste auch nicht wirklich, was ich jetzt in Serie schauen soll. Dann habe ich irgendwie ein Let's Play von Zombie geschaut, TTT, weil ich das immer unterhalten finde. Schaue ich mir öfters zum Einschlafen an. Ja.
Habe ich zwischendurch mal hier einen komischen Knossi-Stream angeschaut, weil Pietro Lombardi da war. Also habe ich ja auch immer, auch ich kann nicht mehr, ich kann diese Stimme nicht mehr ertragen. Ja. Das war mein toller Tag, Leute. Ich weiß, besser geht's nicht. Doch, ich glaube schon. Keine Ahnung, ich war heute so unproduktiv, hab nichts gemacht, Leute. Nichts. Hatte eigentlich so viel vor. Nee, hatte ich nicht vor, aber hätte so viel machen können, aber ich hab nichts gemacht. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Moment, ja. Oh, da kommt. Ah, das geht eh weg. Okay, gut. Gut so. Gut so. Seitdem ich hier wohne, ne? Also ich verstehe es auch nicht. Egal um wie viel ich schlafe, also einschlafe, um ca. 7 Uhr bis 7.20 Uhr bin ich wach. Ich weiß auch nicht, was das hier soll. Ich kann hier irgendwie nicht mehr ausschlafen. Ich verstehe es vielleicht ein bisschen, weil es ziemlich hell hier ist tatsächlich. Ich habe hier nämlich keine Jalousien, ja, wie in der alten Wohnung. Ich habe nur solche Vorhänge, Dingsbums. Und die machen halt ein bisschen Licht. Nicht viel Licht, aber das stört mich halt richtig. Das stört Licht, wirklich nicht. Es gibt sogar Tage, ne, da muss ich extra aufstehen und den Fernseher da ausmachen. Vom Strom entfernen, damit da nicht dieses rote Licht da blinkt. Also nicht blinkt, sondern leuchtet. Das ist echt nervig, ey. Nightfall wollte ich jetzt schauen, also Knight, ne? Nightfall. So, jetzt habe ich eine zweite Staffel auf Netflix rausgekommen. Ach, auf The Boys freue ich mich noch, stimmt. Auf The Boys. Und auf The Magicians. Ich glaube, die Serie war noch nicht beendet. Zwischendurch läuft das auf Amazon Prime Video. Kostenlos, dann schaue ich mir das auch sehr, sehr gerne an. Ich glaube, die dritte Staffel hatte ich mir einmal gekauft. Weil ich dachte, oh, okay. Ich möchte es eigentlich sehr, sehr schnell sehen. Habe ich es dann auch. Und ja, ist auch eine sehr, sehr coole Serie. Ja. Sehr brutal vor allem. Sehr brutal. Zwei Minuten, Leute. Noch zwei Minuten und ich habe nichts gefunden, Leute. Nichts gefunden, ey. Oha, schrecklich. Schrecklich ist dieses Spiel. Ich will Schnee und Herbst haben. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne wissen, wie der Strand im Schnee aussieht. Oder ob der Sand da einfach bleibt. Das kann ich mir auch vorstellen. Bei Animal Crossing. Dass es da vielleicht zu warm für den Schnee ist. Aufgrund des Wassers. Des Wassers. Dann will ich hier einen richtigen schönen Schneesturm erleben. Das finde ich geil. Das finde ich echt cool. Ich hoffe, es gibt hier richtige Schneestürme. Und nicht nur Schnee, also schneit. Sondern richtige Schneestürme, das wäre richtig cool. Richtig cool. Oh, ich bin so gespannt, wie das Animal Crossing in 50 Jahren aussehen wird. Das wird dann bestimmt das ultimative Spiel einfach. Kann man bestimmt auch über die Insel fliegen. Vielleicht gibt es dann sogar zwei Inseln, wer weiß. Mit der großen Brücke dazwischen. Könnte ich mir ganz cool vorstellen. Wie dann so ein bisschen Sims. Mit immer mehr zum Sims. Finde ich ganz lustig. Und viel, viel mehr Bewohnern. So, vielleicht 15 Bewohner wäre mal cool. Dann sind die Bewohneranzahl auch hier nicht angehoben. Hab leider nichts. Sorry. Ah,
Oh, wir haben 30 Minuten, Leute. Wir haben nichts gefangen. Ich raste aus. Wir haben nur Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Guck mal, ich leg mal das erste Mal in meinem Leben hier was rein. Vielleicht kriege ich dafür irgendwie ein Abzeichen. Das könnte sein. So, bitteschön. Weg mit euch. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Wir gucken mal eben noch Ede beim Schlafen zu. Das finde ich ganz lustig. Mal schauen, was er dazu sagt. Oh, er schläft noch gar nicht. Okay, hi. Hey König, wie läuft es bei dir, Gronkh? König, sieh mal her. Na, wie steht mir dieses Kung Fu an? Wie erfragt der Junge mich das? Och, alter Schwede. Okay, Leute. Das war's mit Animal Crossing. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich mal wieder kein neues Insekt habe, was mich richtig aufregt. Naja, wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen kommt Harry Potter. Bis dann, euer Kamito 3 und ciao.